Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Kollebach in Kollebach Krimi. Ja, ja, ihr seht, wir hatten ja Drama der Grande de Malle, ne? Mit, wie heißt das, Grafikkarten-Update und hier und da und hast du nicht gesehen und willst du auch alle gar nicht wissen? Danke nochmal, lieber Fritz, für den Tipp. Lad dir das zur Runde. Hat jetzt Svenny auch noch hingekriegt. Juhu! Ich werde dir noch Computer fertigen. Nee, das ist jetzt so schlimm. Ich habe doch da alle gar keine Ahnung von, was man hier alles so machen kann. Dafür bin ich, glaube ich, zu alt. Danke dafür, ne? So, ich brauche jetzt dann dieses Wochenende noch, um mit dem Videoprogramm erstmal wieder konform zu werden. Ja, es ist warm. Ihr wisst Bescheid, ne? Bei mir ist Freitag. Ich habe das jetzt alle geregelt. Ich mache jetzt... Am Freitag fange ich an. Dass ich da wieder Grund reinkriege, ne? Wenn du nix fertig hast, ist nix fertig. Und bei 30 Grad, wisst ihr Bescheid hier? An der Zentralheizung ist nicht so tödlich. So, ich habe jetzt kein Reshade drin, ne? Man sieht's, aber ich glaube, ich lasse das jetzt auch erstmal raus. Ja, also... Das ist das Einzige, was der nicht mit übernommen hat, ne? Vom Installieren und Deinstallieren und... Hat er ja am Backup gemerkt und dies und das. Ja, 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 ja. Danke dafür, ne? Muss ich das erstmal mit mich wieder mit auseinandersetzen. Wir müssen hier noch fertig grubbern, ne? Oh. Da bleibt ja nichts über. So ist der Plan. Den Mucki fix, ne? Dann haben wir das auch erledigt. Und dann dürfte er aber auch... Ja, das kommt Montag. Sonntag oder Montag kommt dieses Video. Wie gesagt, ich muss ein bisschen Vorlauf haben. Dann können wir auch nächste Woche wieder streamen. Ja. Tut mir leid, aber es gibt so Sachen, die verstehe ich dann nicht. Und dann habe ich erstmal rumgewurschtelt, weil die logischste Erklärung nach dem Grafikkarten-Update, wenn das Spiel nicht funktioniert, erstmal alle Mods raus. Habe ich gemacht. Ging auch nicht. Ja, dann habe ich mir gedacht, dann gibt es ja wieder nur einen Weg, ne? Deinstallieren und installieren. Habe ich gemacht. Danke dafür. War dann auch nicht. Ja, bis ich dann das mal hat mir den Federcode Bild gemeldet, haben mir das abfotografiert. Ja, hab das gegoogelt und dann habe ich Marian gefragt, ne? Mein Besten, der hat ja ein bisschen mehr Ahnung wie der Svenny. Der hat gesagt, er hätte das sogar schon im LS19 mal gehabt. Das ist ein Grafikkarten-Update, dass er dann nicht spielen konnte. Ja, und er ist auf das andere warten musste. Na, hat mir der Fritz ja den Tipp gegeben, Svenny, guck da auf der Seite und lad dir das da runter. Ja, das habe ich gemerkt. Jetzt habe ich gedacht, ich habe es falsch gemerkt, aber es geht jetzt alles wieder. Vielen Dank. Und eine Dramatik. Also manchmal muss man das alle nicht verstehen, ne? Ja, ich tue es eh nicht immer verstehen, ist aber auch ganz gut so. So. Wie gesagt, wir müssen eben fertig grubbern. Da muss hier der Flug hinter. Wir müssen noch düngen und kalken, also es ist noch nichts fertig. Das war eigentlich Streamplan. Ja, dabei ist es dann geblieben. Ja, Offlum müssen wir auch noch machen, ne? Da bin ich auch noch nichts weiter. Ich glaube, ich muss mir gleich erstmal einen Ventilator holen. Aber das ist nicht zu früh, ne? Schick. Ja, so ist Stand der Dinge. Und vielen Dank nochmal an euch, Community, ne? Immer so für eure euer Verständnis und allen drum und dran. Ey, das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür. Ja. Also sagen wir mal, wie es ist. Also wir machen mal eben ein Bildchen. Junge, Junge, Junge. Dann habe ich Mod-Ordner aussortiert, ne? Macht man ja auch. NF Marsch ist jetzt leider nicht mehr da. Auch der Spielstand nicht mehr. Weil das ja auch stellenweise bei mir immer Probleme gemacht hat. Und dies und das und jenes. Halt, stopp, ich wollte was nachkicken. Habe ich dann alles gemacht, ne? Das war dann halt der Drama der Grande de Malheur. Aber ich finde, das geht auch ohne Shader, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, also ich finde das gar nicht so schlimm. Deswegen lasse ich den jetzt raus. War mir klar, da müssen wir flügen.
Da muss der IRC jetzt eigentlich hin, ne? Guck mal, er rollt auch. Und wir müssen düngen. Vor allem Kartoffelkisten und... sagt doch mal, unsere Sorgemüse. Ich bin am überlegen, ob wir den Eicherfrontlader-Schlepper verkaufen. Und uns einen Yondai dafür holen. Weil wenn ich mit dem nichts machen kann, weil er nicht zieht und so, das ist ein bisschen doof. So. Sagen wir, wie es ist. Da habe ich irgendwie nicht so einen Bock drauf. Ich glaube, das kann man nachvollziehen, ne? Ich glaube, das machen wir auch nachher. Wir haben ja... Müssen wir mal gucken, ne? Wie gesagt, wir spielen hier auch eigentlich eher so, dass wir hier nicht auf die Kohle achten, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich halte das immer auf Kalle Maps so, dass ich da eher spiele, wie nach der Kohle gucke. Und so werden wir das hier auch handhaben, ne? Wir werden hier den Spielspaß genießen und das machen wir ja immer so. Setze planbar so bei. Nur nicht, dass ihr euch immer wundert. Es gibt Projekte, da arbeiten wir uns hoch, aber so wie auf so Frühling und hier Kallebach und so, nee, das spiele ich immer lieber, wie dass ich nach der Kohle gucke, da bin ich ganz ehrlich. Dadurch tütert man viel mehr rum, weil man nicht immer, oh, wir müssen jetzt Kohle haben und so, ne? Das ist doof. Und liebe kleine Eva, sei gegrüßt, ne? Der kleinste Zuschauer wird bestimmt auf dem Kanal. Da freue ich mich immer. Das macht schon Spaß. So, den müssen wir hier wieder reinstellen. Dann müssen wir den Flug erstmal wieder hinterbinden, ne? Entschuldigung. Die Wärme brutzelt dir das Gehirn weg, ne? Die Leute, die in der Dachwohnung wohnen, so wie ich, und das Haus nicht isoliert ist oder schlecht isoliert ist, die wissen, wovon ich rede, ne? Junge, Junge, Junge. Ein Tag geht das ja gut. Zweiten Tag ist schon scheiße. Und wenn morgen der dritte Tag kommt mit 32 Grad, dann Prost Mahlzeit. Dann kriegst du nämlich die Wärme nicht mehr raus. So, der Tapwi, den muss eben der zu den Mäusflecken, ne? Ja, dann Abflug. Haben unsere Hühner eigentlich schon mal Eier gemacht? Immer noch nicht, ne? Ich weiß auch nicht, was mit denen nicht stimmt. Muss der Strohstall oder so? Abfall. Dorfmurke, right color, doch. Guck mal, Gisela, die alte Nudel. Die soll eigentlich bei uns mal loben. Macht die auch nicht mehr, ne? So, mit SNO habe ich bestimmt jetzt schon 1000 Mal gesagt, aber beim 1000. Mal klingt es besser. Probiert das mal aus. Sagt mal 1000 Mal so, beim 1000 Mal ersten Mal, dann müsst ihr so sagen. Dann klingt das total anders. So als Tipp. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Das macht die Tante Helfe. Ja, da schalten wir mal direkt eine Gruppe runter. Jetzt nehmen wir ihn hier an. Mach mal die GPS aus. Ich hätte mal, er hätte ihn das und... Mach doch mal runter. Ja. Ah, der Janek. Der Janek tut bei uns plögen. Janek, nicht so viel scholten, man. Ist nicht gut. Schön gemacht hat, ne? Gib schon wieder vergessen zu kalten, ne? Ja, ist egal, kalten wir halt hinterher. Das haben wir, ne? Perfekto. Muss ich selbst erstmal wieder reinfinden, was die Phase ist. Janek tut pflügen. Der Svenny hat die Schafe versorgt. Das läuft, ne? Hier müssen wir noch ein Märchen machen. Geht aber nicht, weil Janek den IRC quält. Kriegt er das hin, der Janek?
wieder nicht so sicher. Und jetzt dreht er einen Flug. Perfekt, du perfekt. Ordentlich mit Gas, ne? Und Schwung, ne? Jetzt kloppt er einen Rückwärtsgang rein, siehst du? Ordentlich mit Zwischengas geschaltet, ne? So, der Yannick fährt nicht wie eine Pussy, ne? Der fährt mit Zwischengas. Kennt ihr das noch? Dominic Toretto. Du fährst wie eine alte Pussy. Ohne Zwischengas. Schalt es ohne Zwischengas. So heißt es, ne? So, der Yannick, der macht das. Können wir mal eben gucken. Irgendwas hatten wir noch vor. Achso, wir wollen den Eicher tauschen, ne? Junge, Junge. Ja, das machen wir auch. Obwohl, wir müssen gleich jetzt mal einen Katalog gucken, du. So. Guck mal, mein Kumpel hier. Mit der 1A Sicherheitsschuhe. Junge, 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 wenn ich die schon sehe, du. Als ich das erste Mal gesehen habe, der war der direkt bei mir unten durch, Mr. Sambalache, du. So was kann ich ja gar nicht. So, der muss leider gehen. Schade, aber... Der bringt ja nichts, wenn wir den nicht nutzen können. Das ist ja irgendwie Bullshit. Außerdem gibt mir dieses... Hier so, wenn ich mit dem Track drehe, so ein bisschen auf den Zünder. Häng die mal ab. Ach, Q muss ich auch drücken, ich Idiot. Ja, ich werd alt. Alt. Das Gehirn verschrumpelt. Das ist alle nicht gut. So, Äpfel noch ein Händler. Bollwagen müssen wir auch noch leben hin. Junge, Junge, Junge. Ein Drillerchen sollten wir auch mal starten. Ich weiß auch noch nicht mit was. Ist irgendwie noch kalt. Aber wir werden wahrscheinlich erstmal jetzt nachher düngen müssen. Ja, wie gesagt, das war alles Streamaufgabe. Ja, das ist dann alles ein bisschen in die Hose gegangen. Normal sollte das schon alle fertig sein. Ja, dann ist das halt nicht fertig, ne? Ganz einfach. Die Schiffe verkaufe? Nee, hier wurde. Wieso? War das nicht hier irgendwo? Hol mal an hier. Hoffentlich ist das jetzt kein Fehler. Weißt du? Hallo, war das hier? Ja. Nee, den tun wir jetzt leider weg. Ja. Den müssen wir auch leider wegtun. Okay, danke. Sind wir wieder in Interaktion aus und hier ist das Shop-Bild. Jedenfalls stimmt Peter. Ne? Ist so aus. Okay. Er muss wohl so. Zusammen, was das denn in Angebot, Kollege? Mach mal auf die schlaue App hier. So, kompakt. Junge, Junge, Leute, das ist ja ein Drama. Ich wollte den hier, ne? Kannst du Frontlader? Sicher mit Beifahrersitz. Der kann kein Frontlader. Ja, dann ist der schon mal nicht so gut. Kannst du Frontlader? Nein. Ich hab den noch mit Frontlader mir gedownloadet und da bin ich jetzt wieder völlig Banane. Nein. Nein. Da war doch ein Bass-Frontlader dran. Ich bin doch nicht besoffen. Ich hab den extra runtergeladen, weil da ein Frontlader. Jetzt geht da kein Frontlader dran.
Nee, das ist doof. Was hab ich denn dann gedownloadet? Was bist du eigentlich für ein Moped? Guck mal, ein Dieselross. Boah, der hat aber ordentlich Leistung drauf. Hier, der kann Frontlader. Hyundai Frontlader. Besitzen wir sowas? Aber der wäre ein bisschen übertrieben, aber macht bestimmt Laune, wa? Nee, der ist zu groß. Ach Leute, das ist wieder Drama de Grande de Malheur. Wenn du was dir downloadest und das funktioniert alle nicht, wie es funktionieren soll. Oder ich hab's nicht. Doch, ich hab's doch aktiviert. Das ziehen wir jetzt noch durch. Hier müssen wir noch hin. Hier, John 3. So. Wir haben dich, wir haben dich. Ich hab die bestimmt verwechselt, ne? Da muss ich da jetzt gleich nochmal nachsuchen, Leute. Das ist ja doof. Eigentlich sollte an den hier ein Frontlader. Ich war mir auch sicher, ich habe den gedownloadet mit Frontlader. Aber nix Frontlader. Warum nix Frontlader? Nee, das ist ja Bullshit. Aber liebe Leute, ich sag dann jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.